Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creatures of Ava. Ja, nachdem wir in der letzten Folge uns ein bisschen viel hier um die Einheimischen, sage ich mal, gekümmert haben, werden wir jetzt versuchen, in dieser Folge endlich mal dem Signal zu folgen. Das ist direkt hier, oder wie? Die hätte ich ausgeschaltet, oder? Dieses Viech hier. So. Ist hier irgendwas? Weil ich muss hier runterspringen. Alter, es war so klar. Ich dachte zwar eher an Gegner, aber das ist ja... Das ist so ein Endgegner, glaube ich, für mich hier, diese blöden Dinger. Yeah. Hey, Mimar. Are you there? I think I found your jungle sage stone. It's in a temple past the old Antares aqueduct. Mimar, are you listening to me? Well, I see only one solution to this. Come in, November Alpha. Mimar, do you... Oh, God. Do you Roger, over? Apology incoming. Request forgiveness, over? Message Roger at Sierra Lima. Apology acknowledged. I am Oscar Michael to your location. Over and out. And also, thank you. Ausgerutscht oder was hat der jetzt eben gesagt? Ach so, ja, ich habe ja keinen Platz mehr. Ah, das ist so ätzend. 20, was haben wir denn hier noch? Erhöht die. Halt 30 LP. Da brauche ich die. Ach so, ich sehe gerade, das ist egal, welche das sind. Das müssen nur diese Symbole sein, oder was? Die brauchen die anderen Symbole. Die brauchen die Kernsymbole. Und die auch die Kernsymbole. Dann würde ich sagen, stellen wir die mal her. Oder ich kann sie nicht herstellen, weil ich wieder keinen Platz im Inventar habe. Oh, das ist doch so ätzend, Mann. Ich will aber jetzt auch nichts fallen lassen. So, Moment. Da hinten ist Funk. Irgendwas höre ich doch hier. Also, ich höre hier noch. Du warst das. Hallo? Schaffst du... Nee, andersrum. So, jetzt nach oben. Achso, nee, das ist beides mit rechts. Schaffst du es, hier oben diese Viecher da weg zu... Ach, du kommst ja nicht raus. Nee, ne? Ach, dann brauche ich dich, glaube ich, jetzt auch gerade nicht. Ach, das ist doch doof. Bist du gut oder böse da hinten? Das war der gar nicht. Ja, ich habe einen vergessen, ne? Was? Alter, was zur Hölle? Von dir muss ich erstmal ein Foto machen hier. Okay. Dann muss ich dich streicheln. Du siehst aber auch cool. Also du siehst auf der einen Seite ein bisschen eklig, auf der anderen Seite richtig süß aus. So, und dann ist die nächste Frage. Was kannst du? Alter, das war ich. Dreh dich mal um. Ah, okay.
Aber was bringt mir das, dass der da hoch... Achso, Moment, Moment. Kann der auch das hier machen? Aha. Ja, das ist ja cool. Das da oben hat nichts damit zu tun, ne? Das ist nur wieder... Ja, jetzt kommt er hier nicht raus, okay. Dann komm mal mit. Ich weiß nur noch nicht so genau. Achso, doch, hier unten ist das. Nee, nee, komm du auch mal mit. Alter Schwede, du kleines Arsch, du. Dann nehmen wir dich hier mal eben. Und ich habe überhaupt nicht gesehen. Ach nee, oder? Doch, die können das doch. Meine ich doch. Ist hier hinten noch irgendwo so ein Scheißding? Die gehen mir so auf den Senkel, diese Teile, ne? Da kann ich, glaube ich, auch hochlaufen. Ah, da brauche ich den aber noch mal zum Springen, oder wie? Ich darf den noch nicht wegschicken. Moment. Jetzt geh doch einfach mal. So. Oder hinten sind böse. Die hätte ich dann wohl auch nehmen können. Da kommt ja gar nicht hoch. Hm? Ah, nee. Ach, ich bin ja auch so blöd. Muss ja auch gar nicht hochkommen. Oder auch doch. Hier ist doch jetzt nichts mehr. Ah, das kann der auch kaputt machen. Ach so, ich muss gar nicht da reinhüpfen, so wie ich mir das jetzt gedacht hatte. Sondern ich muss von der Seite aus da rein, vermutlich. Ah, okay, okay. Und dann? Dann kommt mal mit, dann kann ich euch hier wegschicken. More lovely creatures rescued? Yes! Dann ist die Seite hier. Okay. Gut. War jetzt nicht unbedingt vonnöten, aber ist okay. Komme ich denn hier aus? Komme ich da hinten? Komme ich da hin? Das war eigentlich nur zum Einsammeln, oder? Ich glaube, sonst hat das jetzt nicht wirklich so weitere Nutzen hier auf der Seite. Schauen wir mal, wie wir jetzt hier oben weiterkommen. So. Da können wir schon mal den Weg frei machen. Aber dann, ach so, dann kommen wir aber nicht hier rein. Oh, vielleicht hätte ich doch mal... Oben ist noch was? Da kam jetzt nicht rauf, oder? Über das ganz Dünne können wir, soweit ich weiß, nicht rüberlaufen. Irgendwie muss ich da hochkommen. Was höre ich denn hier die ganze Zeit? Ist das der eine, den ich ihm frei gemacht habe? Oder ist das ein anderer? Ach nee, das ist ja so ein ist doch bestimmt da oben oder so, ne? Wenn ich jetzt da runtergehe, obwohl, ich glaube, dann kommen wir auf dem richtigen aus, oder? Moment, hier war doch gerade irgendwo noch eine Blume. Okay, das ist jetzt wegen den da unten gezogen. Na? Was
machst du denn? Ach ja, sieht so aus, ob die sich jetzt gegenseitig bekämpfen. Ich habe keine Ahnung. Okay, ah ja, doch, dann kommen wir auf jeden Fall hier rein. Sehr schön. Oh oh. Das hört sich allerdings nicht so gut an. Limar? I've cleared the inner chamber. If you're out there, come on in. Whoa! I'm glad you found this place. I'm glad you came. Friends? Friends. Now, let's see what we've got. Oh nee. I'll leave it to you. Oh, das ist doch die Steuerung, ist doch hier mit den Dings. Ja. Moment. Ach, ich komme hier überhaupt gar nicht zurecht gerade mit dem. So, das ist da drunter. Wie komme ich jetzt an das obere hier ran? Ich komme gar nicht in die Mitte. Hä? Hallo? Kann ich die Mitte gar nicht machen, oder wie? So, auf jeden Fall erstmal das hier. Dann haben wir... Nee, das will ich nicht. Das hier. Dann... Ich stehe mal auf dem Falschen. So, dann müssen wir das so ein bisschen drehen, oder auch nicht. Wenn ich da hinkomme, drehen wir das ein bisschen. So, das ist jetzt das. Ein bisschen drehen. Dann das auf die Seite, glaube ich, oder? Ja, dann das. So. What does this one show? It looks like another river. Ava has a tempo. We now follow that tempo. We feel it like flowing water. Well, that's how it's supposed to feel. Anyway, the Antares learned to alter this tempo. They could slow down the natural course of Ava. With their ways, a river could be briefly stopped. A fire could be prolonged. Even life might be willed not to move. Dom verlangsamt das Ziel erheblich. Die Kraft kann bei Kreaturen und einigen Rätseln Objekten eingesetzt werden. Um eine Kraft einzusetzen, musst du mit einem verwirrtes. Klar, drücke LT, um dich mit dem verweckten Wesen zu verbinden. Drücke RB, um die Kraft einzusetzen. The Sage Stone shows a simple word. Dom. That means slow. Das ist jetzt hier irgendwas bei, weil ich soll das ja eigentlich hier mitmachen. Ach so, ich verstehe. Ah. Da muss ich aber... Aha. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon ganz einen Schritt weiter. Nima? Ja? Das Tempo von Ava, du kannst es nicht spüren, oder? Nein. Du spürst Ava überhaupt nicht. Wie ist das passiert? Das sage ich dir ein andermal. Aber nein, ich kann Ava nicht spüren. Nicht so wie Honlo oder die anderen.
dieses Gefühl ist einfach weg. Aha. Aber das spielt keine Rolle. Ich kann den Planeten vielleicht nicht spüren, aber ich kann ihn retten. Was meinst du damit? Die Antares. Du hast doch gesehen, wozu der Navitar fähig ist. Wenn wir ihn noch weiter verbessern, dann können wir das Welken aufhalten. Überall. Ich bin mir ganz sicher. Oh, Nima. Ich wünschte, das wäre möglich, aber ich bin nur ein einzelner Mensch mit einem Zauberstab. Ich kann nicht mal alle Kreaturen retten. Die Namen sind das einzige Volk, bei dem ich jedes Individuum hier wegbringen kann. Aber ihr seid ziemlich stur. Und wenn dein Plan nicht funktioniert? Wenn die Namen dir nicht folgen, was dann? Ich meine, ich werde tun, was ich kann, aber dann ist die Sache klar. Wir reden mit Fussa. Was? Warte mal kurz. Ich kann Avas Herzschlag nicht hören, aber Fussa kann es. Der Meisterschamane lebt hier im Dschungel. Fussa würde die Namen viel eher folgen als einen Menschen. Wenn du dieses Namen dazu bringst, deiner Evakuierung zuzustimmen, dann bin ich überzeugt. Und wenn Fussa sich weigert? Dann halten wir uns an einen neuen Plan, nämlich meinen, den Navitar. Tabitha könnte was dagegen haben, aber wenn's Fussa wirklich so viel Einfluss hat? Genau, also, was stehst du noch hier rum? Der Planet heilt sich nicht von selbst. Du hast deine dritte Navitar-Kraft erlangt. Du kannst jetzt verschiedene Kräfte in deinen Navitar-Kraftplätzen ausrüsten. Ja, das ist denen ja früh aufgefallen. Gut. Das, was ich eigentlich drin haben wollte, war, glaube ich, das hier, oder? Alter. Ich höre die ganze Zeit... Hätte ich das von drin machen müssen, vielleicht? Habt ihr irgendwelche Probleme da unten? Och, ich hab das falsch. Ja, super. War das doch das obere? Okay, es war das Grüne. Hallo, es wäre schön, wenn du dich jetzt nochmal zeigen würdest. Hallo. Ach komm. Ja, jetzt kommst du raus, oder was? Jetzt, wo ich oben nach dem Ding nochmal gucken wollte. Wieso greift der die eigentlich hier die ganze Zeit an? Okay, dann habe ich den wenigstens schon mal. Aber ich höre trotzdem die ganze Zeit. Oh, da unten ist noch was, glaube ich, was ich einsammeln kann. Also laut den Kopfhörern würde ich sagen, das ist auf der linken Seite. Wie kann man das hier durchsehen? Nee, ne? Sonst würde ich da nochmal reingehen, aber ich glaube, dass ich da nichts sehen kann. Warum hakt das denn jetzt eigentlich hier so? Hallo? Warte mal, aber hier kann ich das jetzt nicht mehr hören, hä? Oder ist das irgendwo hier hinter? Vielleicht von da unten aus. Ich bin mir nicht sicher.
okay. Another strange melon artifact. Ja. So, da können wir aber nur Sachen einsammeln. Mist. Ich dachte, da könnten wir noch ein Gesundheitspaket oder sowas kriegen. Trifft den Schamanen. Ja, wo ist denn der überhaupt? Ach, der ist ganz da oben. Och Gottchen. Ja, da müssen wir doch mal eben dahin porten, würde ich sagen. Das ist ja unsere Aufgabe jetzt. Dann können wir direkt auch nochmal gucken hier unten, was sich dahinter befindet. Wieso habe ich jetzt... Hallo? Wieso habe ich jetzt den Stab automatisch genommen? Ach so, weil da hinten, glaube ich, noch welche sind, oder? Ich bin mir nicht sicher. Nein, du sollst... das war das, genau. So, und dann möchte ich mal wissen, was das hier unten ist. Okay. Wo kommen wir denn hier hin? Kommen wir da wieder zurück? Können wir da jetzt runterspringen? Oje, oje. Moment, ich muss erstmal eben hier wieder umstellen, dass ich wieder das Richtige drin habe. Wie war das? Ducken ist so. Das Problem ist, ich sehe nur nichts. Wenn ich jetzt nicht hier mindestens irgendwie so ein Gesundheitspack oder sowas kriege, ne? Bin ich denn jetzt gelandet? Seilbahn aktivieren. Hier habe ich... Wo bin ich denn hier? Aber eigentlich, wann bin ich denn hier schon mal runtergekommen? Ich bin mir nicht sicher. Da hinten ist einer. Ne, hier ist aber eine Blume. Hier kann ich noch nicht gewesen sein. Da sind auch noch mal ein paar Böse. Okay, ja, dann würde ich mal sagen, dass wir das auf jeden Fall in einer anderen Folge mal erkunden. Dann könnten wir hier theoretisch mit der Seilbahn komplett wieder hoch, ne? Ah, die Seilbahn war das, okay. Ja, perfekt. Das ist cool. Die Frage ist jetzt nur, das muss doch hier in einem Dorf sein, ne? Durek. Ich suche einen Schamanen. Die Frage ist nur, komme ich von da aus auch da hinten hoch? Ich glaube nicht, ne? Wo war denn hier der Eingang? Hier. Moment, hat er hier eine neue Quest für uns? Hallo nochmal, Booty. Keine Ahnung. Oh, nein, ich bin's, der Mensch. Erinnerst du dich? Mensch? Ach ja, Avas, Liebling. Es tut uns leid. Vieles vergessen. Aber Tuiti bleibt hier. So gut zu uns. Wir werden Tuiti nie vergessen. Der Dorfbildhauer? Ihr steht euch sehr nah. Wir haben Tuiti mitgenommen. Tuiti, oh, muss man so oft sagen. Und die anderen Nesthäkchen. Alle zu den Kicherfällen. Wir vergessen viel, aber jene Tage gehen uns nicht verloren. Das Rumgeplansche, das Gelächter. Wir werden den Wasserfall nie wiedersehen. Zu weit für alte Beine. Aber wir müssen diese Erinnerung bewahren. Rumgeplansche,
Gelächter. Tuitilein. Denkst du das gleiche wie ich? Wart's ab, Boti. Du wirst den Wasserfall wiedersehen. Ich weiß einen Weg. Sehr schön, sehr schön. Das ist der gleiche Weg, den ich mir nämlich auch gedacht habe. So, nichtsdestotrotz hoffe ich zumindest, dass das... Geh erstmal da hoch. Oder ist der Schemat... Nee, aber das sieht so aus. Oh, pff, als ob man hier hochklettern müsste, oder? Oder ist der Schamane doch nicht... Ne, das ist, glaube ich, nur hier dieser Halbkreis, oder? Wo ich dann auskomme. Ja, das ist nur der Halbkreis. Ach, das... Ach, ich glaube, ich weiß, wer das war. War das der, der immer so blöd auf mich zu sprechen war, dieser eine? Dann weiß ich in etwa... Ich bin irgendwie durch eine Höhle da hingekommen. War das... Hier, das war keine Höhle, ne? Hier offenbar auch nicht. Ich glaube, ich bin außen rumgelaufen, wenn ich mich richtig erinnere. Naja, aber ich weiß... in etwa wer es ist. Ich weiß nur nicht mehr so hundertprozentig, wie ich da hinkomme. Doch, hier, Moment. Die Höhle war das, meine ich. Genau. Naja, das wird mir auch angezeigt jetzt. Hallo. Hallo. Hallo, können wir reden? Ich bin hier. Hallo. Alles klar, schon verstanden. Nein. The shaman's flat out ignoring me. I gotta get their attention. Someone in this village must know how. Ja, dass der dich ignoriert, das wussten wir vorher ja auch schon. Wer weiß denn Bescheid? Na, wo ist die Leiter? Hier. Für. Also der, wo ich eben direkt davor stand. Ja, super. So. Oberhaupt, können wir reden? Quarkbein, wir haben gehört, du musizierst gerne. Wir Narilan respektieren die Kunst und alle, die sich ihr widmen. Dein Laienspiel ist uns willkommen. Das ist toll, aber ich bin nicht hier, um Lieder zu lernen. Ich will die Lebensform dieses Planeten retten, einschließlich der Namen. Aber dazu brauche ich den Segen eures Schamanen. Nur Fusa kann die Namen versammeln, bevor das Welken sich überall ausbreitet. Aber Fusa hat es sich in den Kopf gesetzt, mich zu ignorieren. Du kennst die Geschichte deines Volkes auf dieser Welt nicht, oder? Die Menschen, die vor dir auf Ava waren, waren nicht alle böse. Aber sie waren auch nicht alle gut. Ihr meint, Fusa lebte einst mit Pini, einem jungen Albino-Jekembo, zusammen. Eine prächtige Kreatur, stolz und sanft. Verwundbar. Der Mensch kam mit einem falschen Lächeln. Er nahm Pini mit. Versprach, das junge Jekembo zurückzubringen. Fusa hatte keinen Grund, ihm zu misstrauen. Doch Pini kehrte nie zurück. Einige Tage später verließ die Menschengruppe Ava. Hier, nimm diesen Menschenschlüssel. Wir haben ihn lange aufbewahrt. Ganz in der Nähe gibt es eine Menschenruine. Vielleicht muss ein Mensch wieder Gutmachung leisten und sich erinnern, damit Fusa vergibt und vergisst. Nimm den Schlüssel, die Vergangenheit wartet dort. Ich verstehe, wenn ich herausfinde, was mit Pini passiert ist, werde ich es Fusa sagen. The old Aleph base nearby. I'll find out more there.
Ja, und wir haben schon wieder eine neue Aufgabe bekommen. Ich bin noch mit den alten Aufgaben noch immer überfordert. Wo bin ich denn? Hier. Das heißt, ich werde mal nach hier reisen. Und... wo soll ich denn den Schlüssel anwenden? Kann das sein, dass das das ist, was ich jetzt gerade eben freigeschaltet habe? Ach, damit kann man dann hier eine Tür aufschließen. Ich wusste noch nicht mal, dass hier eine Tür ist. Okay. Let's go again, but increase the intensity by 10. Right. 3, 2, 1, clear. Tabitha, I just sent you something. What is this? Let me check. Oh no, where did you find that? Are you at the old jungle research lab? You knew about this place. Didn't you, Vic? This is Aleph Prime we're talking about. Our company, it doesn't have a neat history. I thought you knew that. Sure, but this place, Tab, it's... it must be horrible. But Vic, that stuff, it was years ago. So much has changed, you know that. We work for the Aleph of today. We don't do that anymore. We're doing good work, right? The BioArk, the conservation project. Think of all the life we're preserving. The past, it hurts. But I won't let it stop us. We can worry and apologize and wring our hands. Or we can get on with the job and save these creatures. Stick to the plan. Stick to the plan. I'm going to take photos. Photos? Aleph has oversight, right? Ethics committees, stuff like that. If I take pictures of the cages here, the diagrams, we can include those pictures in our debrief. Right. Sure. I mean, don't hold your breath, but if it makes you feel better, of course. Let me know when you're done. Ja. Wovon soll ich denn Fotos machen genau? Oh, wie die läuft. Eins von drei, aber was genau soll ich jetzt fotografieren? Jetzt darf ich gar nicht mehr fotografieren? Nein? Hä, wieso? Hallo? Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen, wieso funktioniert das jetzt nicht? Okay, das scheint er als Beweis anzunehmen. Das vielleicht noch? Nö. Also es wäre schon ganz hilfreich, wenn ich jetzt wüsste, was ich genau fotografieren soll. Ich
bitte. Das ist so pönisig. Also auf jeden Fall soll ich... Oder soll ich hier draußen vielleicht noch ein Foto machen? Das kann natürlich auch sein, mit dem Käfigen. Ah, ja, ja, ja. Okay. I'm done here. Got them. You know, management might feel a little uncomfortable seeing these. Let them feel uncomfortable. Right. Before you go, Tab, the data from that lab PDA, is there anything in the records about a Yakembo cub? That a name, Penny? Penny. Penny. Nope, no Penny. The lab creatures were given codes, not names. Of course they were. But there is one Yakembo cub in the records. That must be Penny. Let me see. Transportation order, yada yada yada. Bioluminescent root. Research subject. Escape! You know, Vic, these Yakembo. The research says they live for a long time. Peony might still be alive? I'll mark the area she was last seen on your map. On my way. Okay. Wie weit ist das auf der Karte? Das ist ein ganzes Stück auf der Karte. Okay. Ja, unter diesen Umständen muss ich leider sagen, auch mit einem Blick auf die Uhr, dass wir schon ziemlich überzogen haben. Aber ich war jetzt hier gerade so drin in der Story. Und ja, finde es immer wieder traurig. Das erinnert mich auch immer wieder an diese ganzen Geschichten. Würde dem jetzt nicht gerecht werden, weil Geschichten hört sich so erfunden an. Aber es war damals ja auch Realität, dass sie beispielsweise sehr fragwürdige und inhumane Experimente mit den Menschen angestellt haben, am Gehirn rumoperiert haben, irgendwelche Nägel oder sowas reingeschlagen haben und Stromstöße gehörten leider auch zu diesen ganzen Tests, die sie mit Menschen gemacht haben. Und wenn ich das jetzt so ein bisschen auf diese Kreaturen übertrage, Schmerzen sollte keiner erleiden. Schon gar nicht, wenn jemand anders diese Schmerzen einem beibringt. Aber wie gesagt, wir müssen hier erstmal einen kleinen Cut machen. Wir werden dann in der nächsten Folge schauen, dass wir hoffentlich den Meister quasi und sein Yakembo wieder zusammenbekommen werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, sollte es klappen. Ich hoffe inständig, dass das noch lebt. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!